Ja, hi Leute, da bin ich wieder. Ich wollte euch was vorstellen, was ich jetzt vor kurzem von der Internetseite 3fvape.com bekommen habe. Also, ich habe es da bestellt und das hat eine Weile gedauert. So eine Woche, nachdem ich da ein Missverständnis geklärt hatte, ist es dann losgeschickt worden. Und weil da fehlte was in der Bestellung, was nicht auf Lager war, das habe ich dann geändert und dann kamen die Sachen auch sehr schnell. Deswegen, also, und ist eine gute Seite zum Bestellen aus dem Ausland. Und ja, unter anderem hatte ich da Hidet mechanische Modkit, also mechanischen Akkuträger und den Tröpfler hier. Als Set gab es den, habe ich bestellt für, ich glaube, 20 € oder so hat er gekostet. Das ist nämlich ein Klon von dem. Wie heißt der? Die Firma heißt, glaube ich, Broadside. Und das ist der Admiral Nashti Style. Also Admiral, ganz normal. Und dann Nasthy. Und dann ist das, ja, das ist halt eine besondere Stilrichtung so. Den gibt es nochmal, aber dann ist der nicht so verjüngt hier zur Mitte hin. Deswegen ist das dann der Nashti Style. So nennt er sich. Und der ist mir halt aufgefallen, weil er sehr schön, habe ich mir gedacht, liegt sehr schön in der Hand, weil der andere gefiel mir nicht, der gerade verläuft unten her. Der dadurch, dass er halt so verjüngt ist, weil ich mag das nicht, so dicke, klobige Dinger in der Hand, so ist der angenehmer, weil er insgesamt auch was dicker ist. Der nimmt 18650er Akkus auf und 20700er. Und der hat nämlich noch ein paar Besonderheiten, die mir erst später aufgefallen sind. Und das möchte ich euch gleich mal zeigen. Aber zuerst mal möchte ich euch zeigen, wie er geliefert wurde, mir geliefert wurde. Das ist in hier so eine Pappschachtel. So, an der Seite ist noch so ein Code. Und drunter noch so ein Zeichen. Ganz einfache Pappschachtel hier. Den habe ich natürlich jetzt schon rausgenommen. Sind solche Vertiefungen drin. Da ist alles einzeln drin. Der Tröpfler. Das Zubehörzeug und der Mod selber, die sind nochmal eingepackt in so Plastikfolie. Und dabei bekommt ihr einmal hier so ein Ersatzteiltütchen, das habe ich schon umgepackt, das war so zusammengewickelte Folie. Da sind zwei Ersatzmadenschrauben, drei Ersatzdichtungen und nochmal ein, ja, so ein Squonk-Pin versilbert. Dabei gibt es noch so ein kleines Tütchen mit Watte, steht Thirsty drauf, ist wahrscheinlich, ja, die habe ich noch nicht ausprobiert, das sieht, ja, das ist nicht ganz wie die Mucci-Watte, aber so ähnlich. Und dazu, das habe ich aber schon verbaut, ja, habe ich in dem Teil schon verbaut, das ist, bekommt ihr so ein Stück von einer Fused Clapton. Ich weiß nicht genau, was das für eine ist, ich schätze mal NI80 wahrscheinlich sogar. Ja, das ist die Verpackung und ja, da drin ist natürlich dieser feine Mod hier. Dieses feine Kit. Und da baue ich euch den mal eben auseinander. Der hat nämlich was ganz Besonderes in sich und zwar mehrere Besonderheiten sogar. Der hat nämlich einmal einen ganz speziellen Taster. Genial gemacht. Moment, einmal den Akku raus. Ich nehme auch den Adapter raus, da ist nämlich jetzt ein 18650er drin gewesen. Und der hat hier unten, hat er so einen, ja, so einen Stift, der ist verschraubt hier. Kann man rein und raus drehen, aber sollte man natürlich festdrehen. Aber ich schätze mal, um den Weg zu verringern zum Beispiel, kann man ihn auch rausdrehen, aber ich empfehle ihn halt festzulassen. So. Da drin sind nochmal solche, ist so eine Platte. Aus Delrin ist das, glaube ich, dann. Delrin ist das schwarze und Ultem ist das gelbe. Also ist es wohl Delrin mit kleinen Löchern drin, Entgasungslöchern drin. Und da drin sitzt dann dieser versilberte Pin. Dann habt ihr hier in dem Taster selbst, habt ihr einfach so ein Dingen liegen. Sind drei so Teile. Gehalten von einem Dichtungsring, also von so einem roten Ring, wird er gehalten und der ist halt, das sind drei Teile mit einem Loch drin und hier sind sie konisch, wie man vielleicht erkennen kann.
So. Ja, und das Ganze, das schließt den, sitzt dann von innen so da drin. Wenn man jetzt drückt, dann geht das Ganze auseinander und verbindet sich hier mit dem Äußeren. Also beide Pole werden hiermit verbunden dann. Zack. Das Ganze wird natürlich nicht so gedrückt, sondern mit dieser Scheibe hier. Die hat hier unten noch so ein Zeichen drauf. So zwei überkreuzte Landkarten oder was das sein soll. Solche Rollen. Die sitzen dann in dem letztendlichen Taster. So da drin. Dann wird einfach hier das Ding, das versilbert, diese drei versilberten Teile mit dem Ring drum werden einfach da eingelegt. Liegen lose da drin. Und dann wird das Ganze einfach mittig da drauf geschraubt. Jetzt drehe ich es fest. Wackelt leicht. Woran das jetzt liegt, weiß ich gar nicht. Weil sonst hatte es nicht gewackelt. Ja. Aber das ist schon richtig so. Jetzt wackelt es leicht. Ich weiß jetzt gerade nicht warum, aber jedenfalls bekommt ihr noch diese Hülse dabei. Aber ihr könnt auch einfach innen drin diesen Pin ein bisschen rausdrehen, dann wackelt es nicht mehr. Ich weiß jetzt gerade nicht genau warum. Tun gleich mal den Akku rein, dann sieht man es vielleicht. Vielleicht ändert sich es dann. Hier ist jedenfalls diese Adapterhülse auch mit Entgasungslöchern drin. Schöne große Entgasungslöcher drin. Versilberten Pol hier. Also stabile Hülse hier. Für 18650er dann gedacht, könnt aber auch wie gesagt 20700er Akkus direkt so reinholen. Dadurch ist natürlich dann der Mod nicht geschützt gegen zerkratzte Akkus oder so. Ich habe aber jetzt gerade im Moment hier die 18650er drin, weil ich habe nur eine Fuse Clapton wie gesagt drin, die hat 0,2 Ohm und deswegen das reicht hierfür. Dicke aus. So, dann habt ihr hier, das ist jetzt nicht direkt der Tröpfler, das ist hier nämlich nochmal so ein Stück. Mal hier den Tröpfler lose. Das ist, so sieht dieses Stück aus, diese Kappe hier. Und die hat hier drin so einen Pin. Der Pin, der ist verschraubbar. Also diese Wendel. Scheibe hier, Wendelmutter, die ist verstellbar. Und in der Topcap hier ist so ein Kunststoffring wieder mit einem Loch, der geht durch bis oben hin. Der geht da durch. Und dann könnt ihr hier mit den Pol anpassen. So. Das, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Hier ist dann der Tröpfler. Der Tröpfler, der ist ja, ganz einfach gehalten, das Deck. Ist jetzt schon bebaut. Also ich habe jetzt hier nur eine einzige Coil drin, weil ich wollte jetzt nicht bei den 18650ern zu tief kommen. Da habe ich jetzt einfach hier eine nur eingebaut. Aber ich wusste noch nicht, dass 20700er auch reingehen, deswegen werde ich das demnächst ändern. Und ja, das sind einfach zwei Posts hier, aber nur mit einem Loch jeweils drin. Der hat diese tränenförmigen Löcher, die sind auch riesengroß, also da geht einiges rein. Und auch große Schrauben, Wadenschrauben, also da geht schon ordentlich was rein. Ist ein bisschen knifflig, das am Anfang, wenn man zwei verlegt. Ich hatte das auch versucht, bin dann aber zu tief gekommen und habe sie dann geändert, weil ich ja nicht wusste, dass 20700er auch reingehen, hatte das auch nicht probiert. Naja. Jetzt weiß ich es, jetzt werde ich es anpassen dann. Dann habt ihr hier drin diese Kerben, die sind aber nicht dafür da, um die Topcap vom Tröpfler festzuhalten, dass der nicht verdrehen kann. Also der kann schon verdrehen. Der hat hier diese zwei Dichtungen und kann auch frei drehen, die Kappe. Ja, die Kappe ist innen drin nicht konisch geformt, sondern einfach nur ja, im rechten Winkel quasi oben her nur strack ausgedreht. Und darauf sitzt dann einfach dieses. Ja, da ist nochmal eine Dichtung drin für 18er Drip Tips. Ganz normal Goon Style.
Da drin sitzt dann dieses konische 18er Drip Dip. Auf jeder Seite sind nochmal hier diese Schriftrollen überkreuzt. Da habt ihr einfach diese Langlöcher auf jeder Seite 1. Ja, soweit zum Deck. Also nichts Spektakuläres, einfach der Kupferpol und der Edelstahlpol jeweils einer halt mit einem Loch drin, Madeschraube von oben. Ja, ansonsten eine tiefe Liquidwanne, also die ist schon enorm tief, da geht ordentlich was rein. Und ja, ist schon gut zu gebrauchen, das Teil, würde ich sagen. Da geht schon, da kann man schon einiges reinbauen. Ja, so viel dazu. Der verbaute Pin, der jetzt hier drin ist, also nicht der Squonga-Pin, sondern der andere, der guckt auch weit genug raus. Jetzt kommt die Katze hier und miaut rum. Hör mal auf jetzt. Der hat hier noch diesen Ring. Hat hier diesen Ring. Das ist nämlich das Besondere daran. Ihr könnt den Mod einmal als Hybrid-Mod und einmal mit 510er Kappe dann benutzen. Das geht dann einmal so, ohne diesen Zierring. Könnt ihr den direkt hier einschrauben? Das passt auch. So, zack. Also den könnt ihr direkt auf den Akku schrauben hier. Und ich zeig's mal. Das ist jetzt Hybridanschluss quasi. Mit dem Zierring, da steht Culverin drauf, das ist, so heißt der Tröpfler, und den schraubt ihr hier drauf. Dann könnt ihr wieder, Moment, macht ihr am besten erst diese Kappe hier, schraubt ihr das erst zusammen, dann vielleicht den Zierring hier runter schrauben. Liquid hier. Und dann dreht ihr den, also in die Richtung dreht ihr den raus und in die andere Richtung, also wenn ich den jetzt so habe, dreht in die Richtung nach links, dann schraubt ihr den wieder fest, also in Richtung des Decks. So, ich schraube mir jetzt ein Stück raus, sodass er aber Luft dazwischen hat. Nicht zu viel. Dann habe ich hier meinen Akku. Schraub den einfach drauf. So. Jetzt habe ich hier ein bisschen Luft. Also es sitzt noch nicht sauber aufeinander. Schraube ich den. Na, falsche Richtung. Bisschen weiter rein. Probiere es nochmal. Wackelt nichts mehr. Ja, der Schalter unten. Da muss ich mal gucken, ob ich die von diesen konischen Pin da ein bisschen rausdrehe. Aber es geht eigentlich, das ist nicht viel. Vielleicht ist das auch nur bei dem Klon hier. Bei dem Originalen nicht. Ich weiß nicht, wie es da ist. Auf jeden Fall, also der Klon, der macht trotzdem einen sehr guten Eindruck. Er ist auch schön verarbeitet. Also das Finish außen, das ist super gemacht. Und ja, sitzt alles sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Haut eigentlich genauso raus wie Hybrid. Ich weiß nicht, also ich bemerke jetzt keinen großen Unterschied. Ist auf jeden Fall ein schönes Teil. Ja. Und die Entgasung, die funktioniert hier nämlich auch am Schalter. Hat nämlich auch diese Kappe hier unten, die hat so vier außenrum, so vier so kleine Schlitze, und außerdem ist die auch nicht sehr dick. Da kann also Luft entweichen. Hier ist ein bisschen Luft zu den Seiten hier an den vier Punkten jetzt. Und ja, also da kann normal nichts schief gehen. Ich will mal gerade probieren, ob das. Na, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr gedreht. Moment, ich probiere mal was.
hier. Na, dann fängt der Akku an zu wackeln, das dachte ich mir nämlich. Nee, also so funktioniert es nicht. So funktioniert es nicht. Ist mir vorher jedenfalls nicht aufgefallen, dass der wackelt. Der Taster so also ein bisschen klappert. Ich weiß nicht, warum er es jetzt tut. Jedenfalls Taster zuerst einbauen hier. Fest. Ja, ist ganz leicht, aber eigentlich nicht auffällig. So. Also ich finde, er läuft wunderbar und kann ihn wirklich jedem empfehlen. Das Problem ist natürlich. Oder was heißt Problem? Also das ist ja jetzt der Klon und ich weiß nicht, bei 3F-Vape gibt es den wohl nicht mehr, da ist er ausverkauft scheinbar. Ob der nochmal reinkommt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls weiß ich nicht, ob es den da nochmal gibt oder ob es den woanders gibt, weil für 20 Euro ist das natürlich unschlagbar eigentlich. Und ja, das Original, das kostet, was hatte ich geguckt, auf einer amerikanischen Seite war das, da kostet das Original 130 Euro, glaube ich. Um die 130 Euro, was sind das dann? Und naja, muss jeder selber wissen, ob er das investieren will. Also ist auf jeden Fall, wäre es auch da sein Geld wert. Wenn man das Original gerne haben möchte und sich da vielleicht sogar Sorgen macht, ob irgendwas. Klar, bei mechanischen Akkuträgern, da muss man genau wissen, was man tut. Und ich habe mir den natürlich vorher auch sehr genau angeguckt. Und ich muss sagen, also ich würde selbst den Klon für sicher. Also, der ist sicher. Da gibt es nichts dran zu meckern. Der ist gut verarbeitet. Und ja. Sonst gibt es eigentlich, denke ich, nichts zu sagen. Naja. Ist ein guter Akkuträger, ein guter Tröpfler auch. Gut, ist vielleicht nicht für jeden was mit diesen zwei Posts mit jeweils nur einem Loch drin. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, wie es mit einem. Ja, das Problem ist, mit anderen Tröpflern jetzt drauf zu tun. Das hatte ich probiert, aber dann passt die Farbe nicht mehr, weil das hier so ein hochglanzpoliertes Messing ist. Da passt nicht jeder Tröpfler drauf. Muss halt farblich, ja, sonst sieht es halt nichts aus. Ich hole mal gerade noch einen anderen. Sieht halt nicht so aus, wie ich finde. Hier zum Beispiel einen. Auch ein Klon übrigens, auch von der Seite. Kann ich auch noch mal vorstellen, wenn ihr wollt. Aber ist vielleicht nicht so interessant jetzt. Wobei der auch nicht schlecht ist. Naja, den muss man jetzt wieder anpassen, weil da ist der Pin ein bisschen, steht ein bisschen weiter raus. Ups. Na. Muss man den wieder anpassen hier. Egal. Der ist hier mit solchen Schlitzen drin. Muss man wieder übereinander legen. Auch sogar ein bisschen kleiner, wie ich gerade sehe. Das passt halt nicht. So, da ist halt am besten, wenn ihr direkt das Set kauft. Weil der passt wirklich dazu. Man gewöhnt sich auch an diese Pose. Das ist eigentlich kein Problem. Ist halt erstmal ein bisschen schwierig, da zu bauen. Wenn man halt, ja, man muss halt beide quasi gleichzeitig einbauen, beide Coils. Und, ne. Das ist ein bisschen schwierig dann. Aber es geht auch. Funktioniert. Luftzug ist auch genug da, mehr als genug.
Kann man locker durchatmen, wenn man will. Ich mache die deswegen immer so ein bisschen zu. Und so ein bisschen Widerstand drin ist und dann. Haut der ordentlich raus. Ist ein schöner Akkuträger auf jeden Fall und ein schöner Tröpfler eigentlich. Also optisch passt die Kombi auf jeden Fall wunderbar. Ja, das wollte ich euch dazu nur mal zeigen. Macht's gut, boah, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.